Hallo und willkommen zu Let's Play Demon's Crest mit mir, Frogoggy. Oder soll ich besser sagen, Ghosts and Goblins Gargoyles Quest 3? Oh, da fängt das Intro an. Ich werde schon wieder überrumpelt. Oh Mann. Die Legenden sagen, dass die Welt einst in zwei Teile geteilt war. Ein Reich der Menschen und das andere mit den Dämonen. Eines Tages fielen 6 magische Steine in das Dämonenreich. Die Steine trugen die Wappen von Feuer, Erde, Luft, Wasser, Zeit und Himmel. Schon bald kämpften die Dämonen um die Wappen. Und das Reich fiel in einen Bürgerkrieg. Der rote Dämon besiegte aber alle und nahm 5 der Wappen an sich. Wer kann das nur sein? Der rote Dämon. Er war aber nicht zufrieden mit Feuer, Erde, Luft, Wasser und Zeit. Er forderte vom Dämonendrachen das Wappen des Himmels. Nach einem langen Kampf siegte der rote Dämon und nahm das letzte der Wappen. Aber der Preis des Sieges war hoch. Er war schwer verwundet. So, und damit beginnt unser Abenteuer, würde ich sagen. Wir starten ein neues Spiel. Was? Hm.
Nee, nee, nein. Nein, ne, ne, nein. Nee. Nein. Wie? Was? Was um? Ah! Nee! Ich muss steuern! Wie war's? Nein! Nee, das geht nicht! Wieso? Hä? Ich soll euch jetzt nicht... Was ist das denn? Hä? Was? Okay, probier einfach mal die Steuerung aus. Mama, okay, ich weiß, wir können hüpfen. Und wenn wir zweimal hüpfen, können wir fliegen, schweben. Toll. Wir sind Firebrand, der rote Dämon und... Wir sind doch nicht ganz so verwundet, wie wir doch, hier im Intro gesehen haben. Wir, ist das nicht der Drache, den wir angeblich besiegt haben? Was ist das denn? Okay, ja, man kann auch Feuer speien mit der, Viereck-Taste, würde ich jetzt sagen, weil ich habe hier einen PlayStation-Controller. Ich mache das ja eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Nein, da bin ich zum ersten Mal getroffen worden, das ist nicht so gut. Oh. Haha! Du kannst uns Fledermaus nicht überrumpeln, Drache. Okay. Man kann auch anders durch eine Tür gehen. Ach, hast du immer noch nicht genug? Ja, brüll, brüll. Oh, er will uns Saurus geben. Komm schon. Wie jetzt? Schon müde? Musst du nicht gleich den Kopf hängen lassen? Ha, ha, Junge. Oh, du hast was fallen gelassen. Was für eine Musik. Wuhu, damit würde ich sagen, geht unser Abenteuer erst richtig los. Was habe ich denn da gerade gemacht? Okay, ich habe schon aus Versehen den ersten Zombie kalt gemacht. Ich will es gern nochmal machen. Ah, okay, nach oben und Kreis. Ja, brennen. Waren das etwa die Ku Klux Klan-Mitglieder? Das sind sie. Das sind sie tatsächlich. Na ihr? Die kennen wir ja noch. Also, zum Verständnis, das hier ist der dritte Teil der Saga aus Ghosts and Goblins. Demon? Ne, Gargoyle's Quest hieß es. Ich komme immer durcheinander. Dieser Teil heißt Demon Quest. Und wir haben hier einen komischen Zombie, der meint, sich wichtig zu machen. Ja, das ist der dritte Teil aus... nein! Der dritte Teil aus... Bring mich nicht aus dem Konzept! Der dritte Teil von Ghosts and Goblins Gargoyle's Quest. Und zwar ist dieser Teil Demon Quest. Feine Sache. Was habe ich denn da jetzt gefunden? Okay, ich habe schon lange keine Retro-Sachen mehr gemacht. Muss ich zugeben. Was zum... Das Spiel ist ja echt Wahnsinn. Nein. Hallo? Also mir ist aufgefallen, wir können von Anfang an fliegen. Das ist gut. Behaupte ich jetzt mal. So, wir können Feuer speien, wir können auch irgendwelche Statuen zertrümmern mit der Kreistaste. Dazu muss ich noch zugeben, es ist das erste Spiel, das ich auf dem Super Nintendo spiele. Hier jetzt. Und ja, wir können es auch festhalten, wie wir es kennen. Wie wir es kennen von Firebrand. Okay, ja. Massenkarambolage? Was ist denn da jetzt los? War das jetzt falsch, dass ich die Statue hier zerstört habe, oder? Was haben wir denn hier für eine Statue? Wollen wir die mal zertrümmern? Was ist denn da jetzt los? Was zum? Wie jetzt? Ja? Wie jetzt? Du willst dich wichtig machen? Ach so, okay. Was zum? Nein! Dolche? Oh, hast mich nicht getroffen. Hast du es gemerkt? Wie? Ach, du kannst nur eine Attacke. Das ist ja gut. Da kann ich ja super ausweichen. Noch was zu melden? Oh, gleich Attacken machen. Und mich treffen zur Abwechslung. Das ist ja auch gut. Wie? Einfallsreich von dir, immer die gleiche Attacke zu machen. Du verwirrst mich. Oh, jetzt plötzlich macht er was Neues. Was ist denn da jetzt los? Okay. Wie jetzt? Jetzt bist du... Jetzt darf ich ihn nochmal von vorne machen, weil ich zu langsam war, oder was? Komm, da haben wir richtig drauf. Ab für dich. Hier, bitte nochmal. Nein!
Nein. Nein. Du darfst mich nicht treffen. Ich treffe dich viel erstere als du wie mich. Es ist aber gut. Ach, du lässt das gleiche fallen wie der Drache? Ist ja gut. Schon wieder diese tolle Musik. Faszinierend. Echt lange her, dass ich ein Retro-Spiel gespielt habe. Wurde mal langsam Zeit. Back to the roots, würde ich sagen. Oh yeah. Ich war schon so lange nicht mehr mit meinem Kumpel Firebrand unterwegs. Ich hätte gern das hier kaputt gemacht. Moment. Geht doch. Nichts rausgekommen. Wie, du willst dich wichtig machen? Oh Gott. Es fängt schon wieder an. Diese wieder alles von mir abverlangen, diese Spiele. Oh Mann. Schwierige Steuerung. Nam. Und ruf. Geht's hier? Nein, geht's nicht. Ich muss immer alles ausprobieren. Nein. Nicht den Boden unter den Füßen verlieren, Firebrand. Im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl, wir können eigentlich stehen bleiben. Ja, aber hier passiert uns nichts. Was ist das denn? Oh, ich wollte es einsammeln, weil es hat geblinkt. Das ist doch gut. Was hat es gebracht? Keine Ahnung. Okay, Moment. Abgrund. Kontrollieren. Oh. Aha. Ui. Was haben wir da? Es hat ein komisches Geräusch gemacht. Benutzen wir mal das hier. Aha. Und das soll bringen. Naja. Zack. Nach oben wie Mega Man. Kennen wir ja. So. Zack. Und hinüber. Ja, wir können auch fliegen. Firebrand ist cool. Dauerhaft fliegen zu können, das ist ja ein richtiger Luxus in Gargoyles Quest. Oder sollte ich sagen, Demon Quest, dann hat man eine Einheitlichkeit. Spinn-Dingsies. Zack. Und, ja, gegen das Ding fliegen ist gut, Firebrand. Halt dich bitte fest. Und jetzt, ja, passt doch, geht doch. Und ist dahin. Super. Das sah so brüchig aus. Ich hab gedacht, da könnte man irgendwas kaputt machen. Aber nein. Hier, dafür hier? Das sieht doch mal toll aus. Nee, Moment mal. Das ist mir doch bekannt. Da hinten ist wirklich was. Aber irgendwie kann ich das nicht kaputt machen, weil mir fällt dazu eine Waffe. Das sind ja alles kleine Elemente aus Gargoyles Quest. Ja, ist ja auch klar. Ist ja auch Gargoyles Quest 3. Oh Mann. Endgegnermusik? Ich habe dich beobachtet und ich freue mich, dass ich deinen Kreuzzug beenden darf. Du hörtest von mir, ich bin Arma. Ich werde dein Ende sein? Wie? Der spuckt ja Töne. Den gib noch gleich mal hier, den stopfen wir's Maul, würde ich sagen. Nein! Laserstrahlen und so nicht gut! Nein! Hallo? Kopfnuss auch nicht gut? Hallo? Was bist du denn? Laserstrahl hier! Laserstrahl auf Doom! Ja, er tut so, als wäre er voll der Wichtigtour! Oh, Laserstrahl! Ich bin so ein böser Feind! Oh, der brutzelt sogar! Junge, Junge, du bist ja richtig innovativ! Und jetzt macht er seine Adlerattacke! Nicht? Keine Kopfnuss? Oh, Laserstrahl machen! Oh! Oh, noch mehr Laserstrahlen. Also noch mehr? Laserstrahlen nach unten auf Doom. At night. Und, Adlerattacke, die mich nicht getroffen hat, zum Glück. Bitte mal. Hallo? Nein? Super. Hektisch. Ausweichen. Und so. Ja, komm. Und jetzt? Kopfnuss? Geht's weiter? Oh, nee. Laserstrahlen, wie innovativ. Komm schon. Sei mal ein bisschen einfallsreicher. Bring irgendwas Gescheites. Bring mich aus der Fassung. Ja, treff mich zur Abwechslung. Das ist auch gut. Da hat sich echt eine Taktik überlegt. Ab und zu trifft er mich nicht. Dann wieder doch. Oh, Laserstrahl nach unten. Ich bin fassungslos. Ich leuchte purpurrot. Da will mir nachmachen. Niemand strahlt so rot wie Firebrand. Du scheintest das zu erfüllen, was die Leute über dich... Bitte weiter. ...sagen. Ich freue mich auf den nächsten... Ich freue mich auf den nächsten... Auf den nächsten. Er freut sich auf den nächsten. Ein Wappen?
Halt, stopp, Moment mal. Das ist doch wohl... Du hast das Wappen der Erde? Damit kannst du dich in den E-Gargoyle verwandeln und Stein, Statuen, Zerr. Schmettern. Okay. Klingt gut, klingt fein, klingt tralala. Okay. Wie jetzt? Sind wir hier im World-Modus oder was ist da los? Was müssen wir denn jetzt machen? Gibt's sowas wie eine Karte oder so? Tatsache. Ja, wir sind der rote Punkt, würde ich sagen. Okay, ich würde mal sagen, wir sind gerade bei 1 raus, richtig? Ja, bei 1 sind wir raus. Und wir müssen jetzt, glaube ich, zu 2, würde ich jetzt mal behaupten. Was ist das da? Kann man irgendwie landen oder so? Okay, man kann landen. Was bist denn du für ein Dickerchen? Es ist lang her, seit ein Kunde hier war. Willkommen in meinem Laden. Ich biete Spiele für Dämonen an. Das ist Stufe 1, leicht. Der Einsatz ist 5 GP. GP? Oh, ich hab 48 GP, steht da oben in Gelb. Du musst gut Kopfstöße austeilen, okay? Du kannst hier deine Geschicklichkeit testen. Probieren wir mal. Danke. Du kennst die Regeln? Ein Kinderspiel. Zerstöre so viele Schädel wie möglich. Sie kommen aus den Löchern. Du hast Zeit, bis die Fackeln weg sind. Wenn du 12 Schädel in der Zeit zerstörst, gebe ich dir 5 GP für jede übrige Fackel. Ist das klar? Ja. Okay, los geht's. Start. Okay. Okay. Was ist da los? Was soll ich denn da jetzt machen? Hallo? Wie, ich komm da gar nicht hin. Ah, jetzt. Das ist ja noch auf der Stufe leicht. Wie wird es auf der Stufe schwer? Was zum... Ich schaffe es nicht. Ich treff ihn nicht. Was ist das denn? Es kommt schon. Dämonenspiele. Na toll. Ich hätte gern getroffen, danke. Firebrand. Oh Mann. Du brauchst wohl mehr Übung. Dazu brauche ich echt nicht deinen Rat. Junge, das habe ich selbst gemerkt. Ich komme mal anders wieder. Oh Mann. Ich würde sagen, wir besuchen mal das hier, was auch immer das hier zu sein scheint. Aber ich würde sagen, hier geht's das nächste Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play. Demon Quest oder Gargoyles Quest 3? Ja, das entscheide ich dann spontan. Also bis dann. Alrighty then.